Kapitel 12. Felix. In Sin City, sagte Mickey Rourke, ich mag Auftragsmörder. Egal, was du mit ihnen machst, du fühlst dich nie schlecht. Kapoor erinnerte sich wieder an diese Szene und musste grinsen, obwohl ihm eigentlich gar nicht nach Grinsen zumute war. Er hätte aufmerksamer sein müssen, und zwar im Vorfeld. Es hätte erst gar nicht zu einer solchen Situation kommen dürfen, wie er sie gerade eben mit Ach und Krach gemeistert hatte. Seine Zielperson, Jan Oppermann, und auch Kapus Gegenspieler war wieder von der Bildfläche verschwunden. Die Tatsache, dass der Killer dieselbe Idee gehabt hatte wie Kapoor selbst. Naja, Auslegungssache, was man daraus ableiten wollte. Entweder bedeutete es, dass der Killer ein verdammt schlauer und hochintelligenter Schweinehund war, oder dass er genauso im Trüben fischte wie Kapoor selbst. Das einzig Beruhigende an der Sache war der Umstand, dass dem Scheißkerl niemand zur Hilfe geeilt war. Der Mann arbeitete offensichtlich allein. Die Jungs und Mädels aus dem Forum würden sich um das Nummernschild kümmern. Was gut war, auch wenn er nicht glaubte, dass eine Recherche großartige Ergebnisse liefern würde. Vielleicht hatte er ja Glück. Vielleicht würde sich das Fahrzeug mit der Reederei oder irgendeiner Tochterfirma in Verbindung bringen lassen. Nicht, dass ihm das juristisch irgendwie helfen würde. Aber er wüsste dann wenigstens, ob der Mann eine Art Hausangestellter war oder doch ein Freelancer. Das Wichtigste zuerst. Oppermann war zu seiner Wohnung zurückgekehrt, obwohl er wissen musste, dass er gesucht wurde. Immerhin, der Mann war abgetaucht. Vielleicht nur aus Vorsicht. Vielleicht hatte er überhaupt keine Ahnung gehabt, dass man tatsächlich hinter ihm her war. Aber spätestens jetzt hatte er die. Wobei Kapoor nicht wirklich glaubte, dass Oppermann sich des Risikos einer Rückkehr zu seiner Wohnung nicht bewusst gewesen war. Ein kritischer Journalist wie er. Er wusste um die Gefahren und die Brisanz, die dem Material, das man ihm zugespielt hatte, innewohnten. Und wenn es denn wirklich stimmte, was diese Firma in Afrika tat, in Anbetracht dieses Wissens wäre Oppermann in der Tat ziemlich blöd, wenn er die Situation so falsch eingeschätzt hätte. Folglich musste sich in der Wohnung etwas befinden, was das Risiko wert war. Vor der Haustür stellte Robert Kapoor verblüfft fest, dass Oppermann, der gerade im Begriff gewesen war, diese Haustür zu öffnen, bevor der Killer aufgetaucht war, seinen Schlüssel hatte stecken lassen. Seltsam, dass der Killer das übersehen hatte. Andererseits hatte Kapoor ihm ja ordentlich dazwischen gefunkt. Es war hektisch zugegangen. Vielleicht hatte er sich schlicht entschieden, sich lieber an Oppermanns Fersen zu heften, anstatt... Ja, gut. Jetzt musste er sich seinen Weg ins Gebäudeinnere nicht mehr zurechttricksen. Im Treppenhaus zog er erneut seine Pistole und hielt sie dicht an seinem rechten Bein mit dem Lauf nach unten. So würde die Waffe einem Hausbewohner, der zufällig seinen Weg kreuzte, nicht sofort auffallen, wenn Kapoor sich entsprechend wegdrehen würde. In seiner anderen Hand hielt er den Motorradhelm, ließ aber die Haube auf. Aus einigen Wohnungen war erneut der Lärm von zu laut aufgedrehten Fernsehern, kreischenden Kindern und ungehaltenen Erwachsenen zu hören. Irgendetwas an dem verhinderten Attentäter störte ihn. Dessen Auto war zwar nicht mehr auf dem Parkplatz an der Straße gewesen, was aber nicht hieß, dass der Typ aufgegeben hatte. Vielleicht hatte der Mann dieselbe Idee wie Kapoor und würde doch noch versuchen, sich die Wohnung Oppermanns vorzunehmen. Ein zweites Mal. Ja, der Killer hatte auch seine erste Chance verdummbeutelt und die Wohnung nicht gründlich genug durchsucht, wenn man die Kratzspuren im Türrahmen als Beweis heranziehen wollte, die Kapoor bei seinem ersten Besuch aufgefallen waren. Sicher, Oppermann war das vorrangige Ziel des Killers gewesen, und schließlich hatte der Attentäter keinen Grund zur Annahme gehabt, dass sich das belastende Material nicht an der offensichtlichen Stelle befand, nämlich auf Oppermanns Laptop. Trotz oder auch wegen all dieser Gedanken war Kapoors ganzer Körper angespannt, während er die Stufen emporstieg, die zum fünften Stock führten, in dem Oppermanns Wohnung lag. Er schwitzte stark in seiner Motorradluft, aber seine Finger hatten inzwischen aufgehört zu zittern, wie er zufrieden feststellte. Er öffnete die Tür zur Wohnung, ging hindurch und schloss sie wieder hinter sich.
Keine Spuren eines Eindringens. Noch immer nicht. Trotzdem unterzog er jeden Raum einer schnellen Durchsuchung, die Pistole im Anschlag. Erst als er sich versichert hatte, dass er wirklich alleine war, steckte er die Waffe zurück ins Halfter. Dann ging Kapu in die Küche. Aus einem der Regale nahm er zwei Konservendosen, einmal Sauerkraut und einmal Kartoffelsuppe, sowie das Glas, in dem Oppermann seine Centmünzen sammelte. Er stapelte die Dosen an der Wohnungstür aufeinander und platzierte das Glas ganz oben auf dem Stapel. Falls jemand die Wohnungstür öffnen würde, würde das wackelige Konstrukt umstürzen und Kapu wäre gewarnt. Robert Kapu öffnete die Jalousien jetzt und schaltete das Licht an. Er hatte nun nichts mehr dagegen, wenn der Attentäter wusste, dass er in der Wohnung war. Außerdem, für eine anständige Durchsuchung brauchte man auch anständige Lichtverhältnisse. Sollte der Typ doch ruhig kommen, Kapu war bereit. Ein Stück weit hielt er es nämlich wie Marv aus Sin City, nur dass er nicht zwingend vorhatte, den Mann zu breit zu schlagen. Ihn vorher befragen zu können, wäre durchaus hilfreich. Dann konnte er ihn immer noch aus dem Spiel nehmen. Kapu zog seine Motorradjacke aus und hängte sie über einen der Stühle, die um den Wohnzimmertisch herumstanden. Dann begann er zu suchen. Das Problem war, dass er nicht wusste, was er suchte. War Oppermann, der sich etwas unterhalb Kapus Alters befand, noch oldschool unterwegs und hatte eine DVD gebrannt? Suchte Kapu einen USB-Stick oder eine SD-Karte? So oder so, er stellte sich auf eine lange Suche ein. Raum für Raum nahm er sich vor, Schublade für Schublade. Er teilte die Wohnung in seinem Geist in Planquadrate ein, tastete sich methodisch voran. Nachdem Kapu die Wohnung eine ganze Weile lang durchsucht hatte, ohne irgendein Speichermedium gefunden zu haben, wenn man von ein paar Leitsordnern absah, die Oppermanns Papiere wie Abschlusszeugnisse, alte Bewerbungsanschreiben und dergleichen enthielten, fiel ihm etwas auf. Entweder war das Sozialleben des Mannes gleich null oder der Mann war über die Maßen unsentimental. Es gab keinerlei Erinnerungsstücke, an gar nichts. Weder an seine Kindheit noch an irgendwelche ehemaligen Partnerinnen. Entweder ein lupenreiner Sozialphobiker oder ein wahrer Kreuzritter, der ganz auf seinen Job fokussiert war. Vielleicht beides, überlegte Kapu. Er setzte sich auf den Rand von Oppermanns Bett. Er brauchte eine kurze Pause, bevor er das Schlafzimmer zum zweiten Mal durchsuchen würde. Äußerst seltsam, das alles. Jan Oppermanns Profile im Netz waren im Kontrast zu dem Bild, das sich aus der Wohnung ergab, alles andere als vernachlässigt. Sehr merkwürdig, die Wohnung derart leer vorzufinden. Waren die Profile also nur eine Show für die Außenwelt? Oder würde Kapu, wenn er sie sich näher ansah, herausfinden, dass all die Facebook-Freunde und Instagram-Follower zum allergrößten Teil berufliche Kontakte waren? Gut möglich. Falls dem tatsächlich so war und Oppermann keinerlei tiefergehende Beziehungen unterhielt, nun, zu einem Soziopathen machte ihn das nicht automatisch. Kapu hielt es ja genauso. Und dafür hatte er gute Gründe. Was waren Jan Oppermanns Gründe, ein solches Leben zu wählen? Kapu verließ, nachdem er die Schubladen des Nachtschränkchens ein weiteres Mal durchsucht und sich durch die wenige Kleidung und Bettwäsche im Spiegelschrank gewühlt hatte, das Schlafzimmer. Er warf seiner kleinen, improvisierten Alarmanlage an der Eingangstür im Flur einen kurzen Blick zu. Nichts hatte sich verändert. Kapu ging zurück ins Wohnzimmer. Das Bücherregal hatte er noch nicht genauer unter die Lupe genommen. Hätte er das getan, wäre er früher darauf gekommen. Die Bücher waren in keiner erkennbaren Ordnung ins Regal gestellt worden, und Kapu ging sie der Reihe nach durch. Er begann in der Mitte, auf Augenhöhe. Massenmedien in Deutschland von Hermann Mein. Das Mediensystem Deutschlands, Strukturen, Märkte, Regulierung von Klaus Beck. Textsorten, Wegweiser Journalismus von Christoph Fasel. Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Die 50 Werkzeuge für gutes Schreiben
Handbuch für Autoren, Journalisten, Texter von Robert Peter Clark. Lückenpresse, das Ende des Journalismus, wie wir ihn kannten, von Ulrich Teusch. Es gab noch etwa 100 Bücher mehr in Oppermanns Regal, aber etwas ließ Capu innehalten. Die Schatzinsel. Capu nahm das Buch heraus und er entdeckte die kleine Unebenheit sofort. Etwa in der Mitte des Buches steckte eine SD-Karte mit 128 GB Speicherplatz. Ziemlich viel für ein paar Handyvideos. Aber gut, vielleicht hatte Oppermann ja keine andere Speicherkarte zur Verfügung gehabt. Capu nahm sie an sich. Dann, nur um sich Gewissheit zu verschaffen, schlug er das Impressum des Buches auf und stutzte. Die Ausgabe war dieses Jahr gedruckt worden. Oppermann musste sie tatsächlich extra gekauft haben, nur um die SD-Karte darin zu verstecken. Ob er einfach nur auf Symbolik stand, oder vielleicht hatte er auch vorgehabt, Zitate aus dem Buch in seinen Artikel einzubinden? Klassische Piratenromantik im Kontrast zu dem, was heutzutage unter Piraterie verstanden wurde. Ja, wer wusste das schon? Tatsache war, dass Capu gefunden hatte, was er wollte. Natürlich, hundertprozentig sicher konnte er sich erst sein, wenn er den Inhalt der SD-Karte gesichtet hatte. Von daher gab es für ihn absolut keinen Grund mehr, sich noch länger in der Wohnung aufzuhalten. Capu blieb dennoch eine weitere Stunde. Er hoffte, dass der Killer noch einmal auftauchen würde. Dann könnte er den auch gleich abhaken. Wäre nicht schlecht. Es würde die Gegenseite einige Zeit kosten, zu bemerken, dass ihr Mann nicht mehr im Spiel war, und dann noch mehr Zeit, um adäquaten Ersatz zu beschaffen. Solche Männer wuchsen nicht auf Bäumen, das wusste Capu. Außerdem wollte er noch einem anderen Verdacht nachgehen, was den Kerl anging. Das beklemmende Gefühl von früher am Tage hatte ihn noch nicht ganz losgelassen. In Gedanken versunken und gleichzeitig hoffend, dass die Wohnungstür geöffnet und seine selbstgestrickte Alarmanlage ausgelöst werden würde, ging Capu in der Wohnung auf und ab. Der Wohnzimmertisch war leer und auch ansonsten war alles unverändert. Aber das stimmte nicht, oder? Auf dem Wohnzimmertisch hätte doch eigentlich die Whiskyflasche stehen müssen, oder nicht? Die Flasche Tullamore Dew. Capu starrte für einige Sekunden auf den leeren Wohnzimmertisch. Dann ging er in die Küche und öffnete den Schrank unter der Spüle, in dem sich die Mülleimer befanden. Nichts, keine Flasche. Auch sonst war sie nirgends zu sehen, und eingebildet hatte er sich die Flasche nicht. Es war also jemand in der Wohnung gewesen. Jemand war zurückgekommen und hatte die Flasche mitgenommen. Oppermann war es vermutlich nicht gewesen, blieb also nur der Killer. Aber warum sollte der sich die Flasche zurückholen? Capu seufzte und schüttelte den Kopf. Unverständlich, zumal die Wohnung ansonsten in tadellosem Zustand gewesen war. Merkwürdig. Capu hatte sich Zeit gelassen bei der Untersuchung und er war auch entsprechend sorgfältig vorgegangen, ordentlich und methodisch, hatte nichts verwüstet, aber eben nur, weil er hoffte, dass sein Gegenspieler hier auftauchen würde. Hätte der die Wohnung untersucht, standen die Chancen gut, dass er es schnell hätte hinter sich bringen wollen und ein ziemliches Chaos angerichtet hatte. Capu dachte noch eine Weile darüber nach, kam aber zu dem Schluss, dass es einfach zu viele mögliche Erklärungen gab. Zu viele Annahmen, die richtig oder eben auch falsch sein konnten, um auf einer von ihnen eine Strategie aufzubauen. Er musste sich an das halten, was er hatte. Also baute er seine kleine Alarmanlage wieder ab, brachte sowohl die Konservendosen als auch das Münzglas wieder in die Küche zurück, exakt an die Stellen, an denen er die Gegenstände gefunden hatte, und verließ die Wohnung. Er schloss hinter sich ab, und während er die Treppe nach unten ging, lag seine Hand erneut am Griff der Pistole. Ehe er sich auf seine Maschine setzte, hielt er noch einmal inne. Der Killer hatte Oppermanns Wohnung observiert. Vielleicht war er ja jemandem aufgefallen. Vielleicht. Capu, der gerade im Begriff war, seinen Helm aufzusetzen, nickte einem jungen Pärchen zu, das ihm die Einfahrt zum Innenhof entlang entgegenkam, und hängte seinen Helm an den Lenker seiner Maschine. Einem Impuls folgend durchquerte er nun doch zu Fuß die Einfahrt.
Auf dem Gehweg angelangt sah er sich um. Weit und breit keine Spur von dem Mann. Was Kapu aber hatte, war das Nummernschild seines Wagens. Der Wagen hatte sich ja weder an der Hauptstraße noch um die Ecke herum irgendwie einfach so materialisiert. Der Mann war hierher gefahren und vielleicht... Kapu ging zurück zu seiner Maschine, setzte nun doch den Helm auf und schwang sich in den Sattel. Plötzlich hatte er es eilig, nach Hause zu kommen. Er startete das Bike und bog in den stetig dahinfließenden Verkehr ein. Als er in der Tiefgarage des Apartmentkomplexes, der seine beiden Wohnungen beherbergte, auf einen seiner Parkplätze gerollt und von seinem Motorrad gestiegen war, fiel ihm etwas ein, kurz bevor er 20 Meter weiter mit dem entsprechenden Knopfdruck den Fahrstuhl nach unten rief. Er hatte sein falsches Nummernschild nicht wieder an sich genommen. Er ging die Strecke zurück zu seiner Maschine, die neben seinem Volvo stand. Er achtete stets peinlich genau darauf, die Maschine so zu parken, dass er sofort starten konnte, ohne erst noch manövrieren zu müssen. Und ebenso hielt er es mit seinen Autos. Immer rückwärts einparken. Er ging um die Maschine herum und hinter ihr in die Knie. Fuck, was ist das denn? Da war sein ursprüngliches Nummernschild. Das echte. Hatte er das falsche verloren? Sicher, er war zügig gefahren, und als er vorhin vor Oppermanns Wohnung die Rückfahrt angetreten hatte, war er ganz ordentlich über den Gehsteig auf die Straße hinausgeschossen, um zwischen einem Kastenwagen und einem Mercedes-SUV einscheren zu können. War ganz schön knapp gewesen. Vielleicht war es da passiert. Ah, trotzdem blöd. Aber im Moment konnte man da wohl nichts machen. Kapu betrat die Wohnung, die ihm als Puffer zur Außenwelt oder vielleicht auch als Sicherheitsschleuse diente, und ging dann in sein eigentliches Apartment. Auf den Bildschirmen seines Tempels warteten einige Nachrichten auf ihn, doch bevor er sich ihnen widmete, schob er die SD-Karte in einen Samsung-Laptop, der nicht mit dem System verbunden war. Auf der Sandbox-Maschine waren diverse Programme installiert, mit denen er die SD-Karte auf Schadsoftware und versteckte Metadaten durchleuchtete. Er startete die erste Anwendung, und während das Programm arbeitete, schellte er sich in seinem Schlafzimmer aus der Motorradkluft, schlüpfte in Jogginghose und Kapuzenpullover und kehrte dann mit einer großen Tasse Kaffee zu seinem Tempel zurück. Der Laptop zeigte an, dass auf dem Speicherchip keine Schadsoftware zu finden war und dass die FAT16-Dateistruktur ebenfalls intakt war. Kapu nahm die SD-Karte aus dem Laptop und ließ sie in einem Kartenlesegerät einrasten, das mit seinen Hauptrechnern verbunden und unauffällig in einer Vertiefung in der Platte des leicht bogenförmigen Schreibtischs versenkt war. Als die Karte im Laufwerkverzeichnis angezeigt wurde, klickte Kapu doppelt darauf, nur um festzustellen, dass er zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert wurde. Scheiße. Der Screen verriet ihm, dass Jan Oppermann eine AES-Verschlüsselung zur Codierung der Daten auf der Karte verwendet hatte. Eine 265-Bit-Codierung. Robert Kapu verfügte über Programme, mit denen er eine solche Verschlüsselung attackieren konnte. Der Punkt war nur... Es konnte Minuten dauern, Stunden, Tage oder vielleicht auch 10 oder mehr Jahre, bis man bei einer 265-Bit-Codierung mit einer Zufallszeichenattacke Erfolg hatte. Noch einmal fluchte Kapu innerlich, dann nahm er einen Schluck Kaffee. Wenn er nur mehr über Jan Oppermann wüsste. Vielleicht hätte er das Passwort dann durch Nachdenken herausbekommen. Er versuchte es mit Schatzinsel, Blasberg, Nordgazette, Piraten, Pirat, Fluch der Karibik, Söldner, Mörder und auch noch mit einigen anderen Begriffen, die ihm im Zusammenhang mit dem Fall in den Sinn kamen. Keines davon führte zum Erfolg. Sein Kaffee war kalt geworden. Er ging zurück in seine Küche, kippte den kalten Kaffee weg und machte sich einen neuen. Dann griff er zu seinem Telefon und rief seinen Auftraggeber, Jan Oppermanns Chefredakteur Vielsen, an. Kapu redete sich darum herum, dem Mann einen Zwischenbericht zu liefern.
Ansonsten bestand die Gefahr, dass er sich vielleicht anders überlegen und nun doch die Polizei hinzuziehen würde. Und Capu wollte das aus verschiedenen Gründen nicht. Nur einer davon war die erhöhte Gefahr, entdeckt zu werden. Polizeibeamte, die in dem Fall herumstolperten, würden seine Bewegungsfreiheit deutlich einschränken. Er müsste dann viel vorsichtiger sein. Das wiederum würde ihn langsamer machen und die Chance verringern, Oppermann außer Gefahr bringen zu können. Abgesehen davon mochte Capu Polizisten schlicht und einfach nicht. War ja bei seiner Berufswahl auch kein Wunder. Nein, ich habe gerade wirklich keine Zeit, Ihnen alles detailliert zu erklären. Ich habe eine SD-Karte, die ist verschlüsselt. Ich muss mehr über Jan Oppermann wissen, um hinter das Passwort zu kommen. Seine Wohnung war ganz ohne Erinnerungsstücke irgendeiner Art. Keine Fotos von Familienmitgliedern oder Haustieren. Keine Weihnachtsgrüße oder Geburtstagskarten an den Wänden. Nichts dergleichen, verstehen Sie. Ich finde hier keine Anhaltspunkte. Ich muss mehr über den Mann wissen. Am anderen Ende der Leitung herrschte für mehrere Sekunden lang Schweigen. Schließlich sagte Herr Vielsen: Ja, ich weiß. Jan hat diese Wohnung nur gemietet, damit er alleine und in Ruhe arbeiten kann. So schreibt er gern seine größeren Artikel. Allein und hochkonzentriert. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Das hätte ich wissen müssen, verstehen Sie? Wo wohnt er denn nun wirklich? Capu öffnete einen Texteditor und war bereit zu tippen. Er wohnt bei mir. Meistens zumindest. Wir haben so eine Art On-Off-Beziehung. Natürlich versuchen wir, die Sache diskret zu behandeln. Gerade innerhalb der Redaktion, Sie verstehen schon, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Capu zog die Augenbrauen hoch. Sie sind ein Paar. Und er meldet sich nicht bei Ihnen? Stille. Dann, nach einem Seufzer, gerade ist off. Außerdem denke ich, dass er mich nicht in die Sache mit reinziehen wollte. Am liebsten hätte Capu den Mann spontan gefragt, ob denn tatsächlich niemand benachteiligt würde, ob der Chefredakteur der Nordgazette seinen Liebhaber wirklich nicht den anderen Reportern vorzog. Oppermann hatte einen Ruf als Enthüllungsjournalist und Capu fragte sich, wie viele der Lobpreisungen wirklich gerechtfertigt waren. Andererseits war das nun wirklich nicht seine Angelegenheit. Capu sagte stattdessen: Okay, ich brauche jetzt Folgendes von Ihnen. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und notieren Sie jeden Begriff, von dem Sie glauben, dass Oppermann ihn eventuell als Passwort verwenden würde, angefangen von Ihrem Lieblingsrestaurant bis hin zu Ihrem Lieblingsgleitgel. Verstehen Sie? Capu hatte sich die kleine Spitze nicht verkneifen können. Es ärgerte ihn jedes Mal, wenn seine Auftraggeber ihn nur teilweise ins Bild setzten. Sie? Alles, was Ihnen einfällt, Herr Vielsen, alles, egal wie intim. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Gut, ich warte, sagte Capu und legte auf. Die Begriffe, die Herr Vielsen ihm hoffentlich in Kürze zuschicken würde, könnte er als Grundlage für ein Skript verwenden, das er in verschiedenen Kombinationen, Schreibweisen und mit allen möglichen Varianten von Sonderzeichen und Zahlen kombiniert auf die SD-Karte loslassen würde. Das konnte immer noch eine kleine Ewigkeit dauern, aber es erhöhte die Chancen auf ein schnelles Ergebnis. Er streckte sich, trank einen Schluck Kaffee. Jetzt war es an der Zeit, noch einer anderen Idee nachzugehen. Capu wechselte die Ansicht und besuchte das Forum. Auf seine letzte Suchanfrage bezüglich des Autos des Killers war noch nicht reagiert worden. Wahrscheinlich war sie zu simpel, um einen richtigen Hacker zu ködern. Das verstand er, aber er ärgerte sich dennoch. Hätte ihm etwas Zeit gespart. Schön, mache ich das eben selbst. Das Netz der städtischen Verkehrsüberwachungskameras. Capu hatte sich einen Zugang dazu verschafft, kurz nachdem er sein Geflecht aus Tarnfirmen und den beiden Wohnungen fertig eingerichtet hatte. Sehr hilfreich. Im System gab es seitdem einen Mitarbeiter doppelt.
Wilhelm Roth. Bis jetzt war das dem Systemadministrator noch nicht aufgefallen oder er hielt den Account, den Capu nutzte, für eine inaktive Karteileiche. Spielte auch keine Rolle. Alles, worauf Capu achten musste, war die gefakte IP-Adresse, sodass das System dachte, er würde sich direkt von dort, also aus dem eigentlichen Gebäude heraus, anmelden. Aber selbst wenn dem Administrator doch noch irgendwelche Unregelmäßigkeiten auffallen sollten, Capu hatte genug ausländische Server zwischengeschaltet, um nicht gefunden werden zu können. Das machte die Arbeit, gerade was das Streamen von Videodateien anging, gelegentlich langsam und mühsam, aber Sicherheit ging eben vor. Er gab das Autokennzeichen des Killers ein und das System begann mit der Suche. Die Zulassungsstelle zu hacken war ein noch viel geringeres Problem als die Verkehrsüberwachung. Genau genommen brach er auch nicht bei der Zulassungsstelle direkt ein, sondern bei einer Kfz-Versicherungsagentur, die das System ganz legal mit einfachen Halteanfragen beschicken durfte. Auch hier gab er das Kennzeichen des Fahrzeugs in die entsprechende Eingabemaske ein und drückte Enter. Es dauerte nicht lange und ihm wurde bestätigt, was er bereits erwartet hatte. Die Nummernschilder am Wagen des Killers waren vor 3 Jahren als gestohlen gemeldet worden und gehörten eigentlich zu einem Renault Clio. Innerlich schüttelte er den Kopf. So etwas barg immer die Gefahr, bei einer polizeilichen Routinekontrolle aufzufliegen. Capu stellte seine Nummernschilder selbst her. Er erfand sie nicht. Er kopierte. Diese Kennzeichen imitierten tatsächlich existierende Nummernschilder und führten zu typgleichen Fahrzeugen, die aber anderen Personen gehörten. Und Capu kannte natürlich auch die Namen dieser Leute. Klar, im Fall einer Kontrolle würde er sich herausreden müssen. Max Mustermann war ein guter Kumpel, der ihm das Motorrad oder das Auto für die Woche geliehen habe. Er selbst habe gerade dummerweise keine Papiere dabei, würde aber natürlich die Strafe dafür zahlen und so weiter und so weiter. Wichtig war in einer solchen Situation nur, dass man nicht festgenommen wurde und sich möglichst unauffällig verhielt. Und dass man dann möglichst schnell zusah, dass man Land gewann. Wenn die Kennzeichen allerdings als gestohlen im System hinterlegt waren, hatte man schlechte Karten, was das anging. Noch besser war es natürlich, gar nicht erst in eine Kontrolle zu geraten, was Capu in den letzten Jahren auch ganz ausgezeichnet gelungen war. Erneut wechselte er die Ansicht. Die Datenbank der Verkehrsüberwachung war ein äußerst leistungsfähiges Stück Software, das, wenn es in den Fokus der Öffentlichkeit geraten würde, Datenschützern zutiefst zuwider wäre. Sicher. Vorschriftsmäßig speicherte das System die Aufzeichnungen der Kameras nur für einen begrenzten Zeitraum. Die automatische Erkennung und Nachverfolgung von zurückgelegten Strecken bestimmter Kennzeichen und Fahrzeugtypen funktionierte aber beängstigend gut. Ein sehr mächtiges Werkzeug. Nachdem er die entsprechenden Eingaben gemacht hatte, verriet das System Capu, dass das gesuchte Fahrzeug in den letzten 2 Tagen etwa alle 18 Stunden für jeweils etwa 6 Stunden auf dem Parkplatz eines Bahnhofshotels gestanden hatte. Da stand es jetzt auch. Seit 1 Stunde. Er pennt, der Penner. Ein Nachteil, wenn man allein arbeitete. Das mit dem Schlafen. Capu beschloss, noch 3 Stunden vor dem Rechner zu verbringen. Falls er bis dahin keine Ergebnisse erzielt hätte, was die SD-Karte anging, würde er die Sache anders angehen. Er begann zu schwitzen. Zu viel Kaffee, dachte er. Sollte es ihm in dieser Zeit nicht gelingen, die SD-Karte zu dekodieren und durch Verbreiten des Inhalts dafür zu sorgen, dass es für die Reederei Blaisberg keinen Sinn mehr machte, Oppermann zu jagen, würde er sich und seinem Schützling Zeit verschaffen, indem er den Killer ausschaltete. Vorzugsweise im Schlaf. Dafür würde er dann noch etwa 2 Stunden Zeit haben. Vielleicht etwas weniger, aber der Bahnhof war nicht weit entfernt. Erneut kam ihm Marv aus Sin City in den Sinn. Nein, Capu würde den Mann nicht mit bloßen Händen in Stücke reißen. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Er würde es so leise wie möglich. Was war das?
In Gedanken hatte er weitergeklickt, durch all die Aufnahmen und Kameras, und jetzt hielt er bei einer von ihnen inne. Er wusste nicht, warum diese Aufnahme um so viel klarer und qualitativ besser war als die anderen. Er nahm an, dass sowohl der Winkel als auch die Lichtsituation in eben der Millisekunde, in der das Bild gemacht worden war, einfach ideal zusammengepasst hatten. Vielleicht strahlten auch die Scheinwerfer eines LKW von der Gegenfahrbahn aus direkt ins Gesicht des Fahrers. Im Moment war ihm auch egal, warum. Völlig egal. Er starrte das Standbild auf seinem Monitor an, vergrößerte es weiter und weiter, so lange, bis er dem Killer direkt in die Augen blickte. Der vage Verdacht, den er schon die ganze Zeit über unterbewusst gehegt hatte, bewahrheitete sich und wurde durch eine kleine, kaum erkennbare Narbe unterhalb des linken Auges des Mannes in letzter Konsequenz bestätigt. Kapu wurde ganz kalt. Felix.